Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot Together. Und ich muss an dieser Stelle auch gleich mal ein kleines Geständnis machen. Ich habe mir die letzte Folge von Drago angesehen. Der Gute hat eine kleine Bekanntschaft mit dem Reset-Knopf gemacht, den er in seiner Folge irgendwie dreimal versehentlich gedrückt hat. Naja, kann mal passieren. Mein Gott, ist kein Weltuntergang. Wir haben nur mehr oder weniger eine Folge verschenkt. Ich werde jetzt zuallererst mal sein Aerodactyl abholen. Das hat er nämlich wenigstens noch geschafft, dass er das zumindest abgegeben hat. Und danach werde ich den Kleinen erstmal ein bisschen trainieren. So, Spitznamen kriegt er später. Den darf Drago ihm nämlich geben. Das ist ja schließlich sein Pokémon. Was haben wir denn? Lockeres Wesen. Locker war jetzt nicht unbedingt etwas, was ich auf dem Aerodactyl haben wollte. Aber gut. Ich weiß jetzt eh gerade nicht genau auswendig, was das ist. Ich werde es aber mal nachschauen. Da haben wir auf jeden Fall einen Aerodactyl mit Erzwinger. Und das kann nur Flügelschlag. Na gut. Es ist ja auch erst Level 5. Und ja. Ich werde den Kleinen jetzt erstmal ein bisschen auf unser Teamniveau bringen. Kann sein, dass unser Team dabei auch ein kleines bisschen trainiert wird. Ich werde für diesen Zweck einen Haufen Trainer hier mal herausfordern, die wir hier auf diesen Routen ausgelassen haben. Weil ich habe ja mittlerweile auch gesehen, Drago hat die gesamte Route 21 ausgelassen, was da noch trainermäßig kommt. Und ich werde das jetzt machen. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Cut, weil das Ganze mache ich natürlich offscreen. Ich will euch damit nicht wirklich belästigen. Wir sehen uns wahrscheinlich wieder hier, vielleicht an einem anderen Ort, vielleicht bin ich das nächste Mal auch schon in Fatania City. Wir sehen uns auf jeden Fall nach dem Cut. Bis dann! So, und da sind wir nach einem kleinen Cut wieder zurück. Ich bin mittlerweile in Fatania City und ja, ich habe ein klein wenig trainiert. Das ganze Team ist jetzt Level 45, das Ganze hat mich auch nur gute 2 Stunden gekostet. Gerade Aerodactyl möchte ich hier zeigen, der kann jetzt fliegen, Flügelschlag, Antikraft und Biss. Biss ist zwar hier eine spezielle Attacke, wo, auch wenn sein Spezialangriff jetzt nicht unbedingt so gut ist, dafür ist sein Angriff ziemlich gut und seine Init ist fantastisch. Auch wenn die jetzt nicht so gut ist wie manch andere, aber wir haben auch ein paar verdammt schnelle Pokémon dabei, muss man auch mal dazu sagen. So. Und, ja. Wir haben hier noch eine Arena zu machen. Nämlich die von unserem schönen Mafia-Boss. Und da würde ich zuallererst mal den Typen hier herausfordern. Ich bin der Karate-König, ich besiege dein Schicksal. Die Trainer nehmen wir natürlich alle mit. Der hier fängt auch mit einem Mashok an und deswegen habe ich hier auch angefangen, weil unser guter Jake kann gegen Boden-Pokémon nicht allzu viel machen. Da lasse ich ihn lieber gegen die Kampf-Pokémon kämpfen. Die kann er nämlich besiegen. Und wenn er einen Mashok besiegt, dann kriegt er einen Macholo erst recht klein. Das ist sein letztes nochmal Mashok. Okay, das packen wir doch auch noch. Noch ein Dönerblitz und dann sollte es das sein. Okay, er hat sogar überlebt. Das tut jetzt weh. Zum Glück nicht stark genug. Ich glaube zwar nicht, dass der einen Patronenhieb kann, aber sicher ist sicher. Kann man wenigstens mal ein bisschen benutzen zum schneller sein. So, gegen die werde ich jetzt aber mit Jake nichts machen. Da wird jetzt Gluraculi gegen die dreimal kämpfen. Hehe, so langsam geht dir die Luft aus. Nö, noch lange nicht. Also gut, hau her, dein Sandama.
Da gibt es einen schönen kleinen Flammenwurf. Ein Georock, ja, da möchte ich wechseln. Nehme ich auf Mike. Du hast diesen schon wunderschönen Surfer dagegen. Und machst sogar noch einen Volltreffer, der jetzt total nötig war bei Doppelschwäche und spezielle Attacke gegen ein physisch-defensives Pokémon. War definitiv nötig. Gegen Knogger bleiben wir gleich drin. Weil Knogger hat auch nicht allzu viel Spezialverteidigung. Noch ein Georock, da bleiben wir doch auch drin. Wir surfen uns hier schön durch die Arena durch. Beim Onix, da überlege ich auch nicht lange. Du schreist auch direkt danach, dass du einen Surfer abkriegen willst. So, so viel dazu. Nächster bitte. Ja, mit diesem Kampfschrei mobilisiere ich meine Kräfte. Was auch immer das für ein komischer Kampfschrei sein soll. Schwarzgurt Hiroshi. Mit einem Macholo. Ja, den grillen wir erstmal wieder. Okay, probieren wir es mal nochmal mit Jake. Vielleicht hat er jetzt mal etwas mehr Glück gegen einen Mashok. Auch wenn es jetzt Level 40 ist. Na gut. Probieren geht über Studieren. Vielleicht haben wir ja einen Crit oder einen guten Zufallswert. Anscheinend aber nicht. Okay, das war's für Jake. Ja, den wollte ich in der Arena sowieso nicht wirklich benutzen. Na, ja, wenigstens hat er ihn paralysiert. Schlitzen wir ihn mal noch kurz weg. Das war jetzt natürlich wieder der Volltreffer, aber gut, Schlitzer hat ja auch eine erhöhte Volltrefferchance. Ich werde da gar kein großes Trara drum machen. Jake kann in dieser Arena sowieso nicht viel machen. Dompteur Jörg mit einem Rihorn. Da wenn eine Gesteinattacke kommt, das will ich nicht verantworten. Eine Grimasse, okay. Auch wenn du meine Init stark senkst, ein Nidoking sollte trotzdem schneller sein als ein Rihorn. Da haben wir den Jörg auch besiegt. So, dann hauen wir den da oben nochmal schnell kaputt. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Das Trainer Markus mit einem Knogger. Wieder so einer mit 5 Pokémon. Könnte wieder etwas länger dauern mit dem. Vor allem, wenn ich ihn nicht one-hitten kann. Ach Gott, einen Hypertränker hat er auch noch. Und bleib tot, bitte. Dracoli erreicht Level 46. Und ein weiteres Rihorn kommt in den Kampf.
Da haben wir mittlerweile schon unseren Riechhorn-Experten. Mit einem Surfer können wir hier schön noch alles kaputt machen. So. Und noch ein Knogger kommt. Haben wir doch irgendwas, was Knoggers gut kaputt machen kann? Ah ja, genau. Da haben wir doch noch unseren Top-Experten, Adrian. Dafür sollte eine Aquawelle auf jeden Fall reichen. Vor allem, wenn sie crittet. Und wenn Nidorina... Das machst du mal. Mit deiner Psychokinese. Ja, und da krittet er auch gleich wieder rein. Und ein Nidoqueen. Ja gut, das kann er auch machen. Ich bezweifle zwar, dass er das one-hitten kann. Aber mal schauen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Bitte nicht paralysieren. Nee, er macht einen Volltreffer. Den Halt hat er also verloren. So. Ich schmeiß mal Adrian nach vorne. Allein mein Anblick lässt deine Pokémon schaudern. Dompteur Hendrik. Einem Arbok. Na gut. Dann hat der gute alte Surfer. Ein Tauros hat er auch noch. Also Jungs, das ist eine Bodenarena, ne? Also, ihm kommt damit Gift und Normal-Pokémon. Oh, Angeberei ist nicht gut. Ja, jetzt haben wir einen Angriff damit wieder normalisiert, aber der interessiert mich bei Adrian jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Bitte triff einfach. Nein! Naja. Erholung, okay. Mein Gott, Adrian, kannst du nicht einmal durch die Verwirrung kommen? Dreimal hintereinander selbst verletzt. Langsam wird's assi. Die Grimasse bringt dir jetzt so viel, weil ich ja sowieso so viel schneller war als du. Siehst du, Adrian, so einfach wär's gewesen, wenn du einmal durch die Verwirrung gekommen wärst. Den Schwarzgurt machen wir auch noch. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports. Schwarzgurt Yu. Mit einem Mashok. Surfen wir ihn einfach mal weg. Und ich dachte mir schon, dass das knapp nicht reicht. Na gut, komm, kriegst eine Aquawelle hinterher. Den da oben will ich auch noch verhauen. Ich
schmeiß mal den Wrestle-Mops nach vorne. Mal schauen, was passiert. Die Arena-Halle von Fatania City war lange Zeit geschlossen, doch nun ist der Meister zurück. Interessant. Als Trainer Richard. Mit einem Sandama. Ne, dann Psychokinese. Reicht natürlich nicht ganz. Aber er macht natürlich mit dem Sternschau einen Volltreffer. Und einen Supertrank hat er. Okay. Kriegst jetzt halt zweimal eine Konfusion ab. Ja, gegen die ganzen Sandama können wir jetzt eigentlich mal wieder Adrian reinschicken. Der ist zwar eigentlich kurz vorm Abkratzen, aber ein Aquana ist schneller als ein Sandama. Vor allem, wenn wir 8 Level drüber sind. Ja, korrigiere 9 Level. Ein Rihorn, da bleiben wir doch auch gleich drin. Da reicht auf jeden Fall eine Aquawelle. Ein Nidorino. Können wir ihn jetzt wieder reinschicken. Und hier, da kriegst du eine Psychokinese. Und Nidoking. Ja, diesmal lasse ich es Adrian aber machen. Nidoking könnte zwar wahrscheinlich sogar one-hitten, aber da bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher. Also lasse ich da lieber jemanden ran, der das garantiert kann. Adrian's Surfer ist wesentlich stärker als Rüsselmops Psychokinese. Und in diesem Fall sind sie gleich effektiv und da ist Adrian mit seinem Surfer auf jeden Fall stärker. So, jetzt haben wir alle Trainer hier drin besiegt. Jetzt gibt es noch eine Runde im Pokémon Center. Und dann packen wir den Arena-Leiter an. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Da haben wir ihn doch, den guten alten Giovanni. Wir haben noch 3 auf Level 45, aber die sind alle nicht unbedingt so stark dafür geeignet, gegen diesen zu kämpfen. Aber gut, machen wir einfach mal. Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Da haben wir ihn, den letzten Arenaleiter. Und er fängt mit einem Rihorn an. Rihorn, gut in der Verteidigung, einigermaßen gut im Angriff. In der Spezialverteidigung ist er eher mittelmäßig. So, jetzt kommt der erste Hypertrank, das wusste ich irgendwo. Ach,
Ja, nochmal schneller und nochmal sicher gehen. Ich bin immer noch schneller als das Rion. Nach einer Grimasse. Das wundert mich jetzt ein kleines bisschen. Der Rüsselmops erreicht auf jeden Fall Level 46. Und ein Dictry kommt in den Kampf. Gegen Dictry brauchen wir irgendwas Schnelles, was physisch angreift. Ein Dictry hält nicht sonderlich viel aus. Da sollten wir mal mit dem Flügelschlag draufhauen. Und ein weiteres Rihorn kommt in den Kampf. Das machen wir jetzt mit Mike. So, jetzt einen Surfer und das soll es für dieses Rihorn auch gewesen sein, auch wenn es 5 Level über uns ist. 4 Level. So. Nidoqueen. Ja, da möchte ich wechseln. Das sollte Adrian am besten können. Adrian ist der Einzige, dem ich zutraue, dass er Nidoqueen hier one-hitten kann. Weil ich mir bei dem jetzt auch nicht unbedingt so sicher bin. Nidoqueen hält uns schließlich eine Menge aus. Aber wie es aussieht, reicht es. Und ein Nidoqueen kommt noch. Ja, das kriegen wir auch noch mit Adrian kaputt. Dann kriegt der zwar jetzt Level 47. Oh, aber das Nidoqueen ist schneller und kann Erdbeben. Ja, aber gut. Adrian hält mehr als genug aus für sowas. Ich liebe Aquana für solche Sachen. Level 47 und 5 KP kriegt er dazu. Säurepanzer will er lernen. An sich eine nette Attacke für einen Aquana, aber nein. Für einen Playthrough brauchen wir es nicht. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Und 5000 Poké-Dollar kriegen wir auch noch. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Oh ja, die brauche ich. TM26 ist Erdbeben. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Danke dafür, die brauche ich nämlich jetzt auch gleich. Meine Lieblings-TM. So schade, dass man die nur einmal einsetzen kann. Erdbeben. Wir haben hier die Entscheidung zwischen Mike, Aerodactyl und Gluraculi. Ich gebe sie allerdings dem, der den Step drauf kriegt. Dafür machen wir den Schaufel jetzt erstmal weg. Und für die Liga können wir das hier auf jeden Fall gut gebrauchen. So. Dann möchte ich mal ganz kurz die Attacken nochmal neu anordnen. Weil Erdbeben ist bei ihm jetzt definitiv stärker als der Vielender. Hui, hui. So. Jetzt nochmal einen kleinen Ausflug ins Pokémon Center. Allein wegen der Attackenpunkte. Und ich bin dann eh schon am Ende meiner Folgenzeit angekommen. So, ich lasse den Drago jetzt mal hier in diese Richtung raus und wir sehen uns dann in der übernächsten Folge, wenn es Drago wahrscheinlich bis ungefähr zur Mitte der Siegestraße geschafft hat. Ich hoffe es zumindest mal, dass es soweit schafft. Also, wir sehen uns in der übernächsten Folge. Bis dann. Ciao.